Südkorea-Interview mit dem Simon Dörflinger aus Eichen. Simon, herzlichen Glückwunsch, Sieger beim Werratallauf in Wehr. Simon, es war nicht das erste Mal, 2009 war ich schon mal. 2009 ist schon mal gewonnen. Wie war es heute auf der Strecke? War sehr schön. Ja, war optimales Laufwetter, denke ich mal. Perfektes Laufwetter. Okay, die Zeit, bist du zufrieden, was du gemacht hast? Ja, das ist in Ordnung. Für den Trainingszustand ist es in Ordnung. Okay, das heißt, bist du im Moment nicht mehr so im Lauftraining oder? Nicht mehr so wie früher, aber ich trainiere wieder und möchte jetzt eben genauso die Läufe mitmachen. Okay, also so in dieser Distanzbereich, so um die 10 Kilometer rum. Genau. Ja. Mein, hier in Wehr war ja, ist ja Baustelle wegen der Windkraftanlage. Hat sich das auf die Strecke ausgewirkt? War die Strecke wegen schwieriger wie sonst? Nein, eigentlich nicht. Okay, also war gut zu laufen, die ganze Sache. Auf jeden Fall. Dann haben wir heute ja Sonntagvormittag. Das ist das erste Mal, dass die Wehr Sonntagvormittag laufe. Keine Hitzeschlacht, Sonne scheint, war okay. Das heißt, wie findest du diese Veränderung, dass nicht mehr Samstagnachmittag laufen wird? Mir kommt es sehr zurecht, muss ich sagen. Okay. Also man hat das Risiko mit dem Wetter nicht und das ist ja auch nicht zu früh oder zu spät. Mhm. Also ich finde es ideal. Okay. Und ja, ansonsten, was sind die Pläne jetzt noch für den Herbst? Gibt es noch mehrere Läufe, die du gewinnen willst? Ja, allerdings in der Schweiz, in der Züricher Region. Aha. Und jetzt einfach über den Winter gut trainieren, gut durchkommen und dann mal schauen, wie schnell es im Sommer wird. Okay, dann wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg, gute Boden unter den Füßen und keine Stürze. Vielen Dank. Danke.